addiere ich und subtrahiere ich komplexe Zahlen? Eigentlich ganz simpel. Ich sage nichts anderes wie Z1 plus Z2, schreibe dann quasi jeweils den Ausdruck der einzelnen komplexen Zahl hin mit einem Additionszeichen dazwischen. Muss nur bedenken, dass ich jetzt eben den realen Anteil mit dem realen Anteil addieren muss und den imaginären Anteil mit dem imaginären Anteil. Und es würde hier, wenn wir sie so nennen wollen, eine neue komplexe Zahl Z3 herauskommen von 3 plus 2, das ist natürlich 5, und minus 5j plus j ist dann minus 4j. Darstellen kann ich das Ganze natürlich auch in der gaußschen Zahlenebene. Ich habe hier nichts anderes wie Z1. Z1 ist 3 und minus 5j. Das wäre ungefähr hier. Wenn ich das in Zeigerform darstelle, muss ich eben die Punkte hier verbinden. Hätte hier mein Z1 in Zeigerdarstellung. Die zweite Zahl will ich ja zur ersten Zahl addieren. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich von hier ausgehen. Das Ganze 2 herüber und 1 nach oben. Dann wäre ja in Zeigerdarstellung eben hier mein Z, meine komplexe Zahl Z2. Und die Verbindung vom Ursprung zu Pfeilspitze der letzten Zahl, die ich addiert habe, ergebe eigentlich mein Resultat, weil ich ja sie addiert habe. Also muss ich eigentlich nur den Ursprung mit der Spitze hier verbinden. Und hier entsteht dann eben meine komplexe Zahl Z3 in Zeigerdarstellung. Wir können das auch anhand der Koordinaten überprüfen. Du natürlich wesentlich leichter auf dem karierten Blatt Papier, aber wir müssen 5 herübergehen für unser Z3 und eben minus 4 nach unten. Und man sieht dann schon, dass wir ziemlich genau gezeichnet haben und dieses Ergebnis stimmt. Was passiert bei der Subtraktion von komplexen Zahlen? Auch hier wieder nehmen wir die zwei Zahlen gleich her. Wir haben jetzt nichts anderes wie Z1 minus Z2. Auch hier wieder die erste komplexe Zahl können wir anschreiben. Dann subtrahieren wir ja einen Ausdruck, das heißt minus, würde ich mal eine Klammer drum setzen, weil ja diese ganze Zahl eben subtrahiert wird. Das bedeutet ja, wenn ich jetzt die Klammer auflöse, dass dann eben 3 minus 5j minus 2 minus j entsteht. Auch hier wieder, das nennen wir dann eben die komplexe Zahl Z4, die neue, dann ist Z4 ja nichts anderes wie 3 minus 2, das ist dann 1, und minus 5j minus j ist minus 6j. Auch das können wir wieder in der gaußschen Zahlenebene nachbilden, indem wir sagen 3 minus 5j, gut, die haben wir hier schon stehen, da hat sich ja nichts geändert. Jetzt subtrahiere ich aber diesen Ausdruck, das heißt, ich muss jetzt 2 herüber gehen und 1 nach unten gehen und habe dann hier quasi die Subtraktion eben mit meiner Z2 in Zeigerdarstellung und als Resultat erhalte ich ja dann eben wieder vom Ursprung ausgehend mit der Verbindung zur letzten Pfeilspitze diese komplexe Zahl in Zeigerdarstellung eben Z4. Auch hier wieder 1 minus 6j, das heißt 1 herüber und minus 6j nach unten. Also wir haben auch hier ziemlich genau gezeichnet.